Hallo meine werten Freunde und willkommen zu dem nächsten Part der Battlefield 3 Kampagne. Ja, es ist jetzt nicht lange her, es ist jetzt, müsste ein Tag vergangen sein. Genau. Und ich würde sagen, einfach, da ich das Gefühl hatte, dass der Ton ein bisschen zu laut war. Obwohl, für euch mache ich ihn einfach höher, da ihr, glaube ich, sonst nicht die Sprache versteht. Gameplay, Satellit. Ja, zurück. Ja. Tja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mission, keine Angst vor Bösen. Feinde mit Panzerfäusten sind für Panzer extrem gefährlich. Ja, das ist so und wird sich nie ändern. Außer man kann nicht treffen. Ja, dann gucken wir mal, wie sich das ergibt. So, weg mit den Fahrzeugen, die stören sowieso nur. Einmal kurz nochmal, sorry. So. Mann, das ist nicht gut. Miller, komm hier runter. Wir müssen die Luken dicht machen. Na gut. Ohne Infanterie wird das ein Blindflug. Müsste von den Sniper abgeknallt werden. Scheiße, das wird ja immer besser. Ich kann nicht treffen. Bin ich blöd? Scheiße. So, das geschieht mir fein. Ja, ein Panzer waren ja Geschichte. Aber Axtbaum? Ich könnte nicht einfach meinen Panzer hier zusammenschießen. Hier, Headshot.
Ja, und rüber da. Wo seid ihr? Ah, die Lampe spielt Disco. Der kommt eben keine Sünde. Ja, meine Lampe spielt doch noch bis. Sie geht an und wieder raus. An und wieder raus. Und an und wieder raus. Die Schmunzeln hier vorne. Weg da. Geil. Ist bei mich kumpelvoll, der da Battlefield spielen will. Ah, ich nehme gerade auf. Alles gut. Gut. Oh nee! Hey, der soll mich nicht so voll scannen. Die haben mich festgenommen. Amerikaner und ihre Souvenirs. Alter, ich dreh gleich durch. Ich muss mal kurz. Ich muss mal in Origin kurz was ändern. Freundesliste unsichtbar. Jetzt bin ich unsichtbar. Hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu. Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei, Bejon. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Oh nee, nicht schon wieder. Immer diese Morde.
Immer diese Morde. Ich möchte einfach mal so eine richtig schöne Runde haben, wo ich einfach so mit einer schallgedämpften Waffe durchrushen kann. Einfach jeden mit dem Schalldämpfer wegholen, nicht auffallen. Das wäre mal eine richtig, richtig schöne Runde. Aber jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange die Kampagne noch ist, aber ich glaube, das werden ein paar Folgen. Hübsches Bild. Sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sir, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Camper und ich. Also, auf geht's zu einer weiteren Jagd. In der Hoffnung, dass der Böse bald geschnappt wird. Wir wegkommen. Eins, drei ist bereit. Over. Verstanden. Komm schnell zu euch, Art. Oh, die. Was für ein Schuss. Warum zum Teufel führt er den Sturmtrupp an? Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Guter Schuss. Das habe ich in dieser Mission gehasst. Blöder Licht. Beeil. Sie können erst landen, wenn es da unten dunkel ist. Was versuche ich denn? Na, mach ich da zuerst. Noch zwei. Mehr davon. Guter Schuss. Geht doch. 1-4, LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Verstanden. Eine nette Osprey. Da habe ich über den Osprey habe ich letztens eine Dokumentation gesehen. Ich glaube auf N24. Von wem der erfunden wurde und wann der gebaut wurde. Gab beim Bau ganz schön viele Tote, muss ich sagen. Aber später hat er echt gute Dienste geleistet, beziehungsweise immer noch. Sorry. Verstanden. Tut mir leid. 1-4. Wir haben Sichtkontakt. Verstanden. Müssen für Sichtkontakt nach rechts, over. Eins, vier. Sind in Position. Over. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Scheiße. PLA. 1-4, warten. Feind voraus. Angreifen, over. Orientiert euch an der Teamposition. Geht nach rechts über der Straße zu dem Kerl auf dem Balkon. Schaltet ihn aus. Guter Schuss. So. 1-4, ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum Mein Bild steht schon wieder over. Sowas von vorne. Komm schon, los. Ja?
Was war da unten? Lass mich hier runter. Wir sehen uns unten. Ey, immer noch. Solange ich zuerst unten bin. Okay, sicher. Gehen wir. Los, die Gasse da vorne, komm. Sie wenigstens aufsteigen. Männer am Fass, nicht angreifen. Du zuerst. Ich heb dich drüber. Jetzt will ich aber wissen, ob da ein Schalldämpfer drauf ist. Auf der M. Warte. Gewesen. Orientier dich am Neonschild, links. Erster Stock. Der Typ im Freien. Erledige ihn. Ja, da ist ein Scheinwerfer drauf. Ja, da ist ein Scheinwerfer drauf. Ich bin verreckt. Gehen wir. Die Gasse da vorne, komm! Du zuerst. Ich heb dich drüber. Na komm, lass mich nur. Warte. Erledige ihn. Geht da rein! Moment, ich hole mir kurz was zu trinken. Neue Pack fängt ja sehr gut an. Ach. Was zum Teufel habe ich schon wieder gedrückt? Exit. Close. List. Wie habe ich die jetzt schon wieder geöffnet? Irgendwie muss ich dich noch ausblenden. Ich weiß. Ah, okay. Los, die Gasse da vorne, komm! Man darf ja nicht kaputt schießen, man darf auch nichts kaputt schießen, ne? Leo. Zuerst. Ich heb dich drüber. Leo. Ja.
Aber wer steht denn da bitte noch? Da stand auch nur einer. Warte. Ich hab was gesehen. Scheiße. Da ist ein Typ, der die Straße beobachtet. Orientier dich am Neonschild. Links. Erster Stock. Der Typ im Freien. Erledige ihn. Bevor sie zurückkommen. Okay, ich weiß, was du meintest. Jetzt weiß ich, warum ich erschossen wurde. Die sind aber schnell unterwegs. Gott, bis ja diese Leute hoch ist. So, besser. Ich nehme nicht gleichzeitig, wie lange ich schon aufgenommen habe. Hier Misfit 1-3. Sind bei Treffpunkt Bravo. Verstanden. Wir warten in der Nähe. Zwei PLA-Soldaten versperren den Weg. Schaltet sie aus. Over. Verstanden. Geben wir in Deckung. Verstanden. Da sind sie. Vorwärts. In der Straße, vor uns. 50 Meter, rechts vom Van. Scheiße. Mach sie kalt, schnell. Guter Schuss. 1-4. Ihr könnt losgehen. Verstanden. Gehen jetzt los. Gib ihm Deckung, während sie laufen. Anruf schneller. Alles sauber. Bleib in Deckung, wenn du da unten bist. Ich gehe immer in Deckung. Roger. Haben wir verstanden. Sucht alternative Route zum Treffpunkt Charlie. Out. Fuck. Hier lang. Bleib in der Nähe. Wir nehmen die Überflutung. Ah, noch nicht. Zwei Fahrzeuge. Die sind leer. Sind die Deckel? Check mal kurz. Auch leer. Ah, du Scheiße. Da bleiben hier zwei stehen. Roger. Haben verstanden. Da ist ihn eins. Nimm dein Messer. Ja. Da sag ich mal nicht zu, okay? Nimm dein Messer. Was ist los? Klar, immer, wenn sie, wenn man wegrennt, treffen sie natürlich nicht. Ne?
ich aufs rechte Seite. Nein, nein, nein. Wie das die steht, dann geil, was schön das. Du schau mal, der. Drei Mann, der hat die Hunde. Mal der Reis weg. Was haben wir hier gesagt? Ganz leise, ganz leise, ganz leise und ruhig. Mach schon, geh da hoch. Wo, wo? Aua! Na los. Da, die Treppe. Wir können zur anderen Seite des Blocks. Mann, Mann, Mann. 1-3, schreibt euren Arsch sofort rüber zum Kaufhaus, verstanden? Out. Schreit Kaufhaus ins verfickte Funkgerät. Wir können Ihnen noch gleich eine Karte für den Hinterhalt zeichnen. Okay. Das ist auf der anderen Seite der Gebäude hier. Wir kürzen hier durch ab. Hier haben sie es gemacht. Oh, Scheiße. Misfit. Hier Misfit 1-3. Ich bin am Treffpunkt Delta. Hier ist was. Verstanden? Geht's auch etwas genauer, 1-3? Ich habe Beweise vor mir, dass an dieser Stelle Corporal Miller exekutiert wurde. Kamera und alles andere. Was zur Beschreibung? 1-3, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die 1st Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlacht um diese Stadt ist so gut wie zu Ende. Beenden wir sie heute. Verstanden. Wart auf sie. Okay, gesichert. Geh nicht. Auf die Schnauze, was nicht. Es ergibt jetzt alles einen Sinn. Cole will Al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Captain und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf eine Beförderung. Ich mach mal kurz das Wasser aus. Das Licht nervt nur, weil es die ganze Zeit an und aus geht. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen nur noch durch das Kaufhaus. Bereit? Ja, Sir. Dann mal los. Los, Campo. Nur noch durch ein verdammtes Kampf. Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt.
Schallgedämpfte Waffen können sie benutzen hier. Was ist bloß mit euch? Könnte ich auch schießen? Nee. Okay, Update. Blackburn, Campo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhauseingang. Wir haben jetzt Al-Bashirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir es an. Okay. Wir gehen rein. Matkovic, zu mir. Eins, vier. Eins, drei geht in Position. Wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Mal.